Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal wieder Filme und Serien, und wir sind jetzt mittlerweile bei Netflix angekommen. Tigger ist auch angekommen. Leg dich hin. Wir fangen wieder mit Serien an und gehen dann zu Filmen. Also, wo fangen wir hier? Also, ja, The Protector. Staffel 1 habe ich komplett geguckt. Hatte ich so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten damit. Dann habe ich aber weiter geguckt. Und dann kam jetzt Staffel 2. Da habe ich aber... Oh, Motor schnell machen, dass es nicht so irritiert hinten. Hab Staffel 2, Folge 1 angefangen und habe wieder diese Anlaufschwierigkeiten. Irgendwie ist die Luft raus, da muss ich erst wieder dazu kommen und ich weiß nicht. Manche Folgen sind davon ganz gut und manche Folgen sind so, ich weiß nicht. Also ist jetzt keine A-Klasse-Serie, muss ich jetzt sagen. Aber man kann sie sich eigentlich angucken. Muss jeder für sich selber wissen. Am besten mal den Trailer angucken. Die ersten 2, 3 Folgen empfehle ich zu gucken, weil die erste Folge ist schleppend. Ja, gut, passiert ein bisschen Action, aber wie das Feeling kam bei mir nicht auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch sein wird, aber bei mir kam das Feeling nicht auf. Erst später. So, dann habe ich geguckt Star Trek Staffel 2. Also eins habe ich zu Ende geguckt, zwei habe ich geguckt. Oder ist ja jetzt erst fertig geworden vor die Woche. Ja, jetzt heißt es warten, dass Staffel 3 kommt, weil die lassen uns ja da so eine Luft hängen bei Staffel 2 am Ende. Ist echt ein beschissenes Ende und ich hoffe, dass sie da schnellstmöglich Staffel 3 machen. Ist eine richtig gut, diesmal so mit Zeitreisen und aus der Zukunft, aus der Vergangenheit kommt jemand und die Klingonen kommen wieder vor und so. Ist richtig geil gemacht, aber es kotzt mich halt mit dem Ende an, dass man da so eine Luft hängen lassen wird und dass wir jetzt wieder warten müssen auf Staffel 3. Devilman habe ich denn noch geguckt. Devilman Crybaby. Ja, ist so eine Miniserie. Ja, also... Ja, ist ein Animations-, also eine Anime-Serie, aber eigentlich auch nur ein Lückenfüller für mich gewesen. Man kann sie sich angucken, aber ist eigentlich eher nur so ein Lückenfüller gewesen. So. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse, Staffel 3, habe ich mit meiner Frau zu Ende geguckt. Ja. Das Ende hat uns, war jetzt, naja, also ich hätte mir da vielleicht ein schöneres Ende gewünscht, aber ja, jetzt ist das Ende, die Serie an sich ist klasse, gut gemacht, aber das Ende ist halt, da hätte ich mir was Schöneres gewünscht. Dann, wo haben wir denn hier? Da. Du gegen die Wildnis, habe ich eine Folge geguckt, das ist so eine interaktivere Serie von Netflix, wo du dich beim Gucken entscheiden kannst, zum Beispiel bei der ersten Folge, was nimmt er jetzt mit? Ein Seil oder eine Taschenlampe? Nee, Seil oder was war denn das andere? Keine Ahnung. Und dann, je nachdem, was du dir aussuchst, geht es dann halt so weiter und dann braucht er das vielleicht oder braucht es halt nicht. Oder brauchst halt das, braucht er, das haben wir aber nicht genommen, aber dafür braucht er das, was wir genommen haben, irgendwo anders. Schleppend. Also ist eher für Kinder gemacht. Ich habe mich mit meiner Frau mal rangesetzt, um zu gucken, wie es ist. Also für Ältere nicht. Also für uns ist es nichts, aber für Kinder ist es wahrscheinlich, denke ich mal, ganz okay. Dann habe ich Ultraman geguckt. War jetzt auch nicht so der Burner. Ich hatte aber ein paar Folgen geguckt und ich wollte unbedingt wissen, wie es endet und wie das Ende ist. Und deswegen habe ich halt die Staffel 1 komplett geguckt. Also mich hat sie jetzt nicht so weggeflasht. Ein paar gute Sachen mit bei, aber so... Naja. So, dann... Love, Dead and Robots, Staffel 1. Geil. Da muss ich sagen, am Anfang, wo ich so den Trailer gesehen habe und gelesen habe, eine Miniserie, alles neue Folge, also nichts zusammenhängendes und so, dachte ich, oh, nee. Aber die ist wirklich geil, die Serie.
Also es ist nicht eine Serie, die von Folge 1 anfängt und mit der letzten Folge der Staffel 1 aufhört und die geht dann immer weiter. Nein, jede Folge ist eine andere Geschichte und mal länger, mal kürzer. Da war was mit 5 Minuten oder 6 Minuten mit bei, auch was für 12 und für 15 Minuten. Und alle Folgen haben mir gefallen. Also das war wirklich eine richtig geile Serie. Also die kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Guckt euch die an. Die macht megamäßig Fun. In einer Folge ging es um Werwölfe in der Armee, bei den Taliban. Und in anderer Folge war es in der Zukunft, da haben die Roboter unsere Stadt besichtigt, also wo wir jetzt leben. Und also jetzt leben, in der Zukunft halt nicht mehr leben. Und dann hat der eine Roboter eine Spielekonsole gefunden und sagt, oh, das ist dein Vorfahre. Also ein bisschen auf Xbox-Style gemacht und so. Er war geil, also die Serie, die war wirklich absolut empfehlenswert, absolut geil. Chilling Adventure Sabrina, Staffel 1 und 2 haben wir da geguckt. Erst haben wir Staffel 1 geguckt, dann kam dann nochmal Ende des Jahres so ein Special zu Weihnachten, glaube ich war es. Und jetzt Staffel 2 und die haben wir auch komplett durchgeguckt. Absolut cool. Absolut geil. Die hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ist jetzt eher nicht so für Kinder geeignet. Die ist nämlich sehr, sehr düster. Mit Zaubern und so ist auch immer noch mit bei, aber sehr, sehr düster. Also für Kinder eher weniger, aber für uns Erwachsene ist das schon cool gemacht. Alter, weiß ich jetzt nicht, ab wie viel das ist. Oh, wartet mal, da muss ich mal gucken. Ich habe hier einige Sachen mit bei, wo ich den Namen jetzt gerade nicht mehr zuordnen kann. So, dann müssen wir mal schnell suchen. Seltsame Du. Ist das... Magie so, umgibt uns... Ach ja, The Order. Überall. Sie ist in der Luft, die wir atmen. Wir dürfen nicht so naiv sein. Das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Da habe ich, ach so, doch, das jetzt, ja, jetzt weiß ich. Es geht um eine Schule, das ist schon länger her, wo ich die geguckt habe, geht um eine Schule, wo eine Geheimgesellschaft ist, die Blaue Rose oder so, und die lernen da zaubern. Also, es sind ja immer Gebäude da und so, und da kommst du halt nur mit Beziehungen drin und sowas. Und ich kann da nicht so viel spoilern, mit dem Hauptdarsteller hat das was auf sich, der will dahin und warum er dahin will, das erklärt sich alles am Anfang und wo es hinführt. Das Ende war für mich sehr überraschend und fand ich so in dem schade. Jetzt bin ich auf Staffel 2 gespannt, wie da weitergeht. Ich kann euch da jetzt aber nichts zu sagen, weil dann würde ich euch das Ende verraten. Aber auf jeden Fall richtig geil. Ich habe ja auch so Magicans oder wie die Serie heißt, habe ich ja auch Staffel 1, 2 geguckt, da warte ich auf Staffel 3. Ich habe auch bei YouTube einen Magier abonniert. Ich finde das sehr interessant und ich mag halt so, auch Dr. Strange, so wird um ja, Magie geht und so, finde ich total geil. So, dann Umbrella Academy, also The Umbrella Academy. Da habe ich erst im ersten Augenblick gedacht, dass das was mit Resident Evil zu tun hat, wegen Umbrella. Hat es aber überhaupt nicht. Das ist eher so X-Men-mäßig. Ja, am Anfang erklären sie, wie die, also hat nicht jetzt direkt Mutanten, wie diese Menschen, also wie die Kinder, die da in dieser Akademie, wo die herkommen, alle sehr kurios. Und der eine, der sieht dann die Zukunft und ach, das erklärt sich dann alles in der Serie. Und die kommen dann halt zusammen wegen einem Todesfall und ist richtig cool gemacht. Auch teilweise ein bisschen düster, viel Gewalt, aber richtig cool gemacht. Also das ist auch eine geile Serie. Da würde ich mir auch wünschen, dass da vielleicht noch eine zweite Staffel kommt. Also dann habe ich hier Comedians der Welt Deutschland geguckt. Wir waren da mit bei. Den habe ich denn da geguckt. Kopieren. Wollen wir mal einfügen, kann ich euch das genau sagen. Comedians der Welt. Achso, nicht raufdrücken, beim PC ist es ja anders. Da muss ich nach unten drücken. Folgen und mehr.
Ich habe geguckt. Also da sind viele Länder mit bei, also Comedians aus Deutschland, Frankreich, USA, Vereinigtes Königreich, Kanada, Australien und Neuseeland, Südafrika, Indien, Niederlande, Mexiko, Brasilien, Nahe Osten und Kanada FR. Und aus Deutschland sind drei mit bei und die habe ich auch geguckt. Einmal Kaya Jana, 29 Minuten geht sein Programm. Dann Ilka Bessin, also das ist hier Cindy aus Marzahn. Ja, also die war mal Cindy aus Marzahn. Und die war als nicht als Cindy da, sondern als Ilka. 30 Minuten. Inisa Amani, 30 Minuten. Die hat mir aber jetzt nicht so gefallen, muss ich sagen. Also das war jetzt, weiß ich nicht. So lustig finde ich die nicht. Also da finde ich Ilka und Kaya Jana finde ich da lustiger. Und zum Beispiel Jelen Bülan hätten sie mal nehmen können, aber also sie fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Dann habe ich geguckt, Castlevania Staffel 1 und 2. Ich weiß jetzt nicht, also ist ja jetzt fertig so mit der Story an sich. Ich weiß nicht, ob es dann später jetzt da nochmal weitergeht, aber ich würde mir wünschen, dass es da vielleicht noch weitergeht. Castlevania kennt da vielleicht das Spiel. Ist eine Animationsserie, die ist richtig gut gemacht und das macht auch richtig Spaß zum Gucken. Ist auch ein bisschen brutal, fließt auch ein bisschen viel Blut, gezeichnet, aber Blut. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren ist Castlevania? Hätte ich mal vorher mir machen sollen. Castlevania ist ab 18. Ab 18 ist das. Ist auch viel, also sehr viel Gewalt da drinnen. Dann habe ich geguckt, Teen Titans. Das ist, kennt vielleicht jeder, eine DC, gibt es halt einen Comic davon, ist mit Robin, Beast Boy, wie heißt die, Shadow oder so und ach, die mit den lilanen Haaren, ach Mensch, da gab es schon mal auf Kabel, nee, doch Kabel 1 eine Serie mit Teen Titans und bei und so Animationsfilme gibt es auch. Und Robin macht ja mit der lilanen Haare da rum und die kommen dann noch später zusammen. Also da müsst ihr euch die Animationsfilme angucken. Das ist jetzt eine echte Serie mit echten Schauspielern, echt cool gemacht und ja, scheiße ist, dass Staffel 1 halt schon vorbei ist und ich warte jetzt gerade händeringend auf Staffel 2. So. Habe ich das zweimal drin? Eine Reihe betrüblicher Ereignisse? Ja, habe ich zweimal drin. So, dann kann ich das mal rausnehmen. So. Dann habe ich hier Baki Teil 1 drin. Teil 2 ist schon da, habe ich aber noch nicht angefangen. Also beim nächsten Video werdet ihr ja dann logischerweise sehen, dass ich Baki Teil 2 geguckt habe. Das ist eine Animationsserie, die gab es mal auf, ich glaube, Vox. Kam die auf Vox? Wer die vielleicht gesehen hat, kann mir mal bitte in die Kommentare schreiben, wo die erste Serie war. Das heißt zwar Baki Teil 1 und Teil 2, also ist eine Serie. Netflix exklusiv, aber es gab Baki schon mal, wo er gegen andere angetreten ist und geboxt hat. Und die sind ja jetzt wieder mit bei. Das hieß aber, glaube ich, nur Baki. Ich weiß aber nicht, wo das ausgestrahlt wurde. Das kann ich euch, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist schon so ewig her, dass ich das geguckt habe. Auch ziemlich blutig. Baki ist auch ab 18, glaube ich, so, ja. Baki ist ab 16 soll ja nur. Baki ist ab 16. So. Disenchantment. Warte, da muss ich erstmal nachgucken, was das war. Ach, Disenchantment. Ja, das ist von den Futuramern und Simpsons-Macher.
Simpsons spielt ja in der heutigen Zeit, Futurama in der Zukunft und Disenchantment spielt in der Vergangenheit mit Bogen und... Also Simpsons finde ich geil, Futurama finde ich auch geil, aber das, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur deswegen ist, weil es eine Vergangenheit ist oder so, aber meiner Frau hat es halt auch nicht gefallen. Wir haben die erste Folge geguckt, ich komme da irgendwie nicht ran. Ich muss mir mal zwingen, dann vielleicht noch Folge 2 und 3 zu gucken. Vielleicht kommt man da so ein bisschen rin. Also da würde ich euch lieber die Serie empfehlen, Paradise PD, auch auf Netflix. Ich glaube ab 18, ich guck mal nach. Paradise PD, nee, ist ab 16. Paradise PD ist ab 16, aber die ist total versaut und spielt in der heutigen Zeit und Gewalt und total krank, die ist absolut krank, die Serie. Also die Amis, ich weiß nicht, was die rauchen, aber die sollten weniger rauchen, aber nee, oder lieber dabei bleiben, sonst würden so eine Serie nicht kommen. Also da lieber, ihr könnt ja mal reingucken oder könnt mir ja mal sagen, ob ihr das geguckt habt und was ihr davon haltet. Und ich empfehle euch aber Paradise PD. Dann habe ich geguckt an Film, also wir sind jetzt bei Film, The World's End. Das habe ich schon mal geguckt auf Amazon, wo es für Prime war, habe aber das Ende nicht mitgekriegt, bei Independent und wollte es immer wieder weiter gucken und dann war es nicht mehr für Prime drin. Und jetzt habe ich das bei Netflix gesehen und habe gedacht, naja, guckst du halt. Und habe gedacht, na, fängst du von vorne nochmal an, weil alles weißt ja auch nicht mehr. Ja, das geht darum, dass die halt saufen die wollen halt die goldene Meile von Kneipe zu Kneipe und dann kommen da Außerirdische oder Roboter irgendwie und am Ende, na, das Ende kann ich euch nicht verraten. Jedenfalls ganz kurios. Es ist ein britischer Film mit britischem Humor. Dann habe ich Outlaw King geguckt. Das wird im Netz gehandelt als Braveheart 2 oder als Nachfolger von Braveheart. Rein chronologisch ist das richtig. Aber, also meine Frau und ich, wir fanden es beide jetzt nicht so packend wie Braveheart. Es hat Gewalt mit drin, Kampf mit drin, Schlachten mit drin, Liebe ist mit drin, alles mit drin und schön Mittelalter und wirklich detailgetreu, da haben sie Mühe gegeben. Aber wir fanden es langweilig, schleppend, öde. Also das hat uns jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen. So, dann... Storys und was? Was habe ich denn da geguckt? Da, den Namen kann ich jetzt gerade gar nicht zuordnen. Ach, The Mirovitz Stories. Das mit Adam Sandler. Er zieht jetzt wieder bei seinem Vater ein, weil sie sich irgendwie getrennt haben. Tochter geht zur Uni. Der Vater ist ein bekannter Künstler und hat auch in der Uni gelehrt. Hat aber irgendwie Alzheimer oder so. Irgendwie ganz komisch. Bis zur Hälfte habe ich geguckt oder kurz vor der Hälfte und bin eingepennt. Ich bin hier auf dem Sofa eingepennt. Frauchen hat ihn zu Ende geguckt. Die hat gesagt, der ist gut, also ich kann da jetzt nicht so viel sagen. Also Anfang war schleppend, ist jetzt nicht so Comedy, was man von Adam Sandler kennt. Sehr gewöhnungsbedürftig, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe ihn geguckt zur Hälfte und wollte ihn halt mit drin nehmen, aber genau das Urteil kann ich mir dazu halt natürlich noch nicht erlauben. Ja, das ist glaube ich ein Comedian, den ich geguckt habe. Der ist aber jetzt hier bei Filme drin, weil einzeln und keine Serie. Ja, Maxi Gestenbauer. Gestenbauer oder so. Neidisch bei Natur. Also da habe ich so den Anfang geguckt und weiter auch nicht, weil es hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so weggeflasht. Ja, Frauchen kam dann noch runter und hat dann noch ein paar Minuten mitgeguckt und hat uns später dann nicht gefallen. Ich war schon kurz am Wegschalten. Frauchen hat gesagt, zeig mal. Ich hätte noch ein paar Minuten länger laufen lassen, aber hat uns beiden nicht so gefallen. Also mal gucken, ich gebe ihm noch mal eine Chance, ich werde es mir demnächst noch mal angucken. Aber so jetzt vom ersten Feeling her, vom ersten Gucken, hat es mir jetzt, was eher so schleppend war, jetzt nicht so. Dann habe ich hier noch mal geguckt, Ghost Rider, aber Ghost Rider habe ich nicht komplett geguckt. Ich habe halt nur gespult teilweise,
Weil die ganze Story, ich kenne die ja, ich wollte halt nur meine Lieblingsszenen sehen, da wo er zum Ghost Rider wird, wo er auf dem Friedhof wach wird, wo er gegen die einzelnen Typen kämpft, wo er da hinfährt zu ihr und das Haus hochfährt und wieder wegfährt im Knast. Ja, und dann halt das Ende, das war, also wie er da hinfährt und dann halt den Endkampf und das waren halt so meine Lieblingsszenen. Und das Quatsche dazwischen habe ich ausgelassen. Oh, nee, Quatsch, die Stunts am Anfang, also den Anfang habe ich eigentlich komplett geguckt, bis da, wo er sie beeindrucken will auf dem Motorrad. Und danach habe ich dann halt immer so etappenweise gespult. Nee, Quatsch, der Typ war auch ja noch in seinem Haus, also in seinem Penthouse, wo der Typ kam und gesagt hat, mach das nicht und so. Und dann wurde dann aufgeht mit den, nicht mit den Trucks, dann kam auch immer Kampfhubschrauber runter. Und ab da dann, da habe ich dann weiter eher mehr gespult, als geguckt. Dann habe ich mir Lucky 7 nochmal angeguckt, abends beim Einschlafen. Ich habe 10 Minuten geschafft, bin ich eingepennt. Ich kann mich auch ja nicht mehr so wirklich an den Film erinnern. Also ich habe ihn damals zwar geguckt, aber kann mich jetzt auch nicht mehr so wirklich daran erinnern. Ich wollte ihn aber mit drin haben, weil ich habe mir ja geguckt, auch wenn ich nur angefangen habe. Ich sage ja auch, wenn ich nur was anfange. Irgendwie der Typ, der... Da denken sie, der arbeitet für eine Mafia oder keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, aber ich wollte es halt drin haben. Kann ich jetzt so nichts zu sagen. So, Dragonblade, welches war denn das? Das war dieses hier. Ach, genau, das ist mit Jackie Chan in, ich glaube in China spielt das. Das ist ein chinesischer Film, so ja, glaube ich. Kann man nicht irgendwie sehen, wo der herkommt? 2 Stunden. Jackie Chan. Dieser Film ist aufregend. 2015. Ja, also kann ich jetzt so nicht sagen, wo der herkommt. Steht da nicht drin, aber ich glaube, das ist ein chinesischer Film. Meine Frau mag die nicht, also habe ich alleine geguckt, weil meine Frau mag keine Chinesenfilme und vor allen Dingen nicht so Kung-Fu-mäßig oder irgendwo. Und ab und zu gucke ich sowas echt mal gerne, vor allen Dingen mit den Schwertern und so. Ich habe auch hier bei Netflix Der Affenkönig weggepackt, bin dazu, also die Reise nach Westen, bin aber immer noch nicht dazu gekommen, das zu gucken. Ja, das ist eine Serie. Werde ich mir aber auch demnächst mal rindrehen. Dann habe ich hier Godzilla aufgeschrieben. Da habe ich erst Teil 2 geguckt, bis mein Bruder mir gesagt hat, ja, da gibt es noch einen Teil 1. Dann habe ich Teil 1 geguckt und glaube, den dritten Teil gab es dann später auch. Animationsfilme ist jetzt nicht so Godzilla, wie wir kennen, ist eher so Zukunftsgedöns und so. Kann man sich angucken. Ja, aber ist jetzt halt nicht so Godzilla, wie man teilweise kennt. Ja, also... Müsst ihr mal gucken, bei Netflix gibt es ja Trailer. Dann habe ich mit meiner Frau geguckt, Bird Box, schließe deine Augen. Der war gut. Mit irgendwas beeinflusst die Menschen und wir töten uns dann gegenseitig, also uns selber. Da ist die eine Frau in ein brennendes Auto eingestiegen, dachte, Alter, leck mir mal, also schon psycho echt. Außer wenn man die Augen zumacht und man nicht sieht, ja, dann ist das wohl nicht. Sind irgendwelche Kreaturen um uns rum oder so, oder Wesen oder keine Ahnung. Und die flüchten dann aus der Stadt mit Sandra Bullock ist das, kann euch nicht so viel verraten. Sie ist schwanger, will aber eigentlich nicht schwanger sein und dann wollen sie irgendwo hin. Ja, aber ich kann euch das nicht verraten. Und das Ende ist, da wird man auch wieder so eine Luft hängen gelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie von Bird Box noch einen zweiten machen wollen, wie hier The Bridge mit Will Smith, den damals, den halt viele zerrissen haben, wo er mit Menschen und Orks, also praktisch Herr der Ringe in der Neuzeit sozusagen, da haben sie ja schon angekündigt, dass sie einen zweiten machen wollen, bevor der überhaupt offiziell draußen war. Und viele haben den Film zerrissen. Bridge, aber meine Frau und ich, wir fanden den so geil. Ich war so heiß auf den Film und habe gewartet und gewartet, dass der endlich kommt. Und dann war er da und dann haben wir uns angeguckt, da war auch die Kleine noch nicht da. Und wir waren beide der Meinung, geil, da muss ein zweiter Teil her. Und ich habe ja gesagt, da kommt ein zweiter Teil, das haben sie schon angekündigt, bevor der erste Teil online war, also online war bei Netflix.
Und da warten wir auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Also der wurde von Kritikern, wurde der erhasst, der wurde eigentlich zerpflückt, aber meiner Frau und mir hat der megamäßig gefallen. Also, oh, diese Bird Box, also das hat uns beiden sehr gut gefallen. Dann habe ich geguckt, Batman Ninja. Das musste ich alleine gucken, weil erstmal ist Batman, zweitens ist Animationsfilm. Steht meine Frau nicht drauf, also muss ich alleine gucken. Fand ich cool. Fand ich richtig cool, Batman in der Vergangenheit und so. Ich liebe ja diese Animationsfilme von Batman. Da gibt es ein paar richtig geile, die teilweise geiler als die Filme sind. Also als die realen Filme. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, mit Riesenrobotern, was sie da aus den Häusern bauen und so. Das ist ein bisschen sehr Science-Fiction in der Vergangenheit drin, aber so an sich hat Spaß gemacht zu gucken und war ein guter Film. So. Jetzt muss ich da mal gucken, was das war. Da sagt mir der Name gerade nichts. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich ihn hinstecken soll. Ja, Angelas. Ich sehe dich etwas suchend auf Net. Was? Nix. Ja, dich. Möchtest du meinen Vorschlag hören? Prinzessinnentausch. Eine Liebeskomödie mit einer echt überraschenden Wendung. Wirklich lustig. Manchmal sollte man auf sein Herz hören. Und die Regeln einfach brechen. Den mache ich mal zu der Liste. Sieht interessant aus. So, egal. Ja, so sehe ich dann durch Zufall irgendwelche Serien oder Filme, die ich mir dann auf meine Liste packe und dann habe ich Haufen Zeug auf meiner Liste und ich komme irgendwie nicht dazu, das alles abzuarbeiten. Meine Liste ist ellenlang, ey. Angelas Weihnachten. Das hat meine Tochter geguckt. Ich habe da nicht mitgeguckt. Ich habe kurz reingeguckt und den Trailer geguckt und zwischendurch war ich ja immer mal nach dem Rechten gucken. Weil ich habe mich dann in der Zeit hier um Vorbereitungsarbeiten gekümmert und so was alles. Und meine Tochter fand ihn echt schön und echt süß gemacht. Und das, was ich gesehen habe, fand ich auch sehr süß. Ich habe ihn dann danach mal versucht anzugucken, also reinzugucken und abends auf der Couch und bin dabei reingepennt. Also ich habe vielleicht den Anfang, was habe ich mitgekriegt? Halbe Stunde oder so, dann war ich weg. Aber ich war auch ein scheiß Tag, ich war K.O. Und das, was mir gefallen hat, war echt süß. Also kann ich wirklich empfehlen. Ist ein schöner Film. So, dann war das jetzt für, ja, weiter habe ich nichts geguckt, leider. Ich kann euch noch sagen, auf was ich als nächstes gucken will. Wie sagt das, was hier gerade kam hier? Was ist das? Habe ich mir auf der Liste gemacht? Prinzessinnentausch. Ja, da steht meine Frau. Meine Frau steht ja auf so Liebeszeug. Und ich gucke das gerne mit ihr zusammen. Outet mich. Ja, so ein bisschen Liebesschnulze, so, mit Frauchen zusammen, ist schon sehr schön zu gucken. Dann habe ich Mowgli auf meiner Liste, was ich noch demnächst gucken möchte. Lorax habe ich schon geguckt. Baki habe ich euch ja schon gesagt, Teil 2 ist das nächste, was ansteht bei mir. Hier, das auch hier mit der Dicken hier. Ist halt... Natalie, Liebe ist nur ein Märchen. Ist ja ein Romantik oder so, da jetzt ja, da ist so Liebe, also so voll Liebeschnulzenmäßig und sie ist halt dicker und dann alles so mit Musical und sie glaubt eigentlich nicht an Liebe und so, was ich vom Trailer gesehen habe. Da bin ich mal gespannt. Und dann habe ich noch eins, worauf ich mich megamäßig freue. Ist das jetzt hier auf Anhieb zu sehen? Wartet mal, da gehe ich einfach mal auf meine Liste. Meine Liste. Highwayman, da bin ich ganz heiß drauf. Ich habe mir auch She-Ra weggepackt. Also wenn ihr He-Man kennt, kennt ihr She-Ra. Da gibt es auf Netflix jetzt eine neue Serie aus der heutigen Zeit. Nicht, dass ich alles gucken will, aber ich bin gespannt, wie es ist und will mir das unbedingt mal ein paar Folgen angucken. Lucky Luke habe ich weggepackt. Das will ich mir demnächst mal angucken. Unicorn Store, also Einhorn Store. Das sah ganz interessant aus. Das will ich unbedingt gucken. Black Mirror will ich noch weiter gucken. Aber ich komme halt immer zu nichts. Waren das andere? Trailer Park Boys. Ist auch total versaut irgendwie so. Keine Ahnung, auch angezeichnet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Panisch habe ich immer noch nicht geschafft zu gucken. I.O. Ja, das ist irgendwie so mit, die Erde ist vergiftet oder so, da habe ich auch noch nicht geguckt. Ist ein Film, habe ich mir weggepackt und immer noch nicht geschafft zu gucken.
Du bist nicht dein Körper. Du legst ihn ab wie eine Schlange ihre Haut. Das ist ein Sterblichkeitsprinzip, keine Ahnung. Habe ich auf der Liste, sieht aber interessant aus. Aber, wo waren das, was ich unbedingt noch gucken wollte? Lost in Space. Reise nach Westen. Nee, da war der nicht. Shooter habe ich auch noch drauf. Den kann man öfters im Jahr gucken. Der ist echt geil, der Film. Mit Mark Wahlberg. Ja, Animal World. Den wollte ich mir nochmal angucken. Ist ein Film. Der sah der Trailer auch ganz interessant aus. Little Evil, war das eine Serie? Sind Sie der Vater von Lucas? Ja, oder ich meine, ich bin sein Stiefvater. Kam Ihnen in letzter Zeit das Verhalten von Lucas seltsam vor? Scheint eine Serie zu sein, das habe ich auf meiner Liste, aber das rutscht immer nach hinten. Otzak, da warte ich auf eine neue Staffel. Ich habe auf Full House hier drin die neuen Staffeln. Da wollte ich auch mal gucken, wie es ist und bin immer noch nicht dazu gekommen. Aber ein Film war nicht Glitch, nee. War denn das? Mit der Ollen, die... Das ist eine Serie, die immer wieder kommt. Die stirbt im Laufe des Tages und dann versucht sie immer was an dem Tag zu ändern, damit sie halt nicht stirbt und ihre Freunde nicht sterben. Und dann noch... Ach nee, Glitch war das genau. Glitch ist die Serie, auf die ich mich auch sehr freue. So. Genau. Kannst du gleich am Friedhof vorbeifahren? Es gibt eine Beschwerde wegen einer Ruhestörung. Nee, Glitch war nicht. Wir haben jede Menge Menschen hier am Friedhof. Sie sind ins Leben. Nee, Glitch habe ich schon immer geguckt. Ja, das hatte ich euch erzählt. Da kommen die Menschen wieder. Nee, Glitch war nicht. Ich habe da so eine Serie. Da sind sie in einer Maschine. Und sie haben irgendwie... Irgendwas haben sie. Legasthenie, irgendwas, keine Ahnung. Und... oder irgendeine Behinderung. Und in der Maschine... können sie halt normal sein und aber die finden dann immer wieder, also da ein Pärchen findet immer wieder zueinander, die versuchen immer wieder die zu trennen und irgendwie innerhalb des Servers sozusagen treffen die sich immer und immer wieder in ihren gemeinsamen Erlebnissen, was eigentlich nicht sein soll, weil die ja auseinander sind. Ah, hier, das ist das Marionetten, nee, Matroschka, das ist die immer wieder stirbt, genau. Da bin ich ganz heiß drauf. Und wie ist denn das? Ich kann euch das gleich sagen. Riverdale habe ich hier ohne drin, bin ja nicht gekommen dazu weiter zu gucken. Ja, finde ich jetzt nicht. Ah, finde ich jetzt nicht das andere. Schade. Schade. Ich habe hier Black Mirror sogar zweimal drin. Einmal normal und einmal mit einem Stern. Wir werden eine Hitfabrik sein. Wie Motown. Nur für Computerspiele. Und wir sind die Ersten. Wenn das nicht... Nee, das ist der Film dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie die Serie hieß. War da Jack Black mit bei? Nee, der Jack Black war nicht mit bei. Ach Mensch, wie hießen die? Die sah so interessant aus. Ich habe hier auch noch Haus des Geldes. Bin ich immer noch nicht dazu gekommen, das zu gucken. Was ist das? Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ich muss das mal raussuchen. Ich packe euch das auf jeden Fall dann in die Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Das sah sehr interessant aus und die treffen sich halt in den, also jeder hat auf dem Server halt eigene Erinnerungen, also praktisch eine eigene Welt. Und die treffen sich immer und immer wieder. Was eigentlich nicht sein sollte, dass die sich immer wieder treffen. Aber ich weiß nicht, wie die heißt, die Serie. Scheiße. Wenn man mal was sucht, ey. I need to say two things. Osmosis, genau. Bei Osmosis. Sind Sie bereit zu entdecken, was wahre Liebe ist?
Osmosis ist es, genau. Die haben das Bild nämlich geändert. Nee, Osmosis war es nicht. Das war das mit der wahren Liebe. Nee, Osmosis war es nicht, das war das andere. Keine Ahnung. Da muss ich mal demnächst nochmal genauer gucken. Weil Netflix haut hier so viel Zeug rein in letzter Zeit. Man kommt einfach nicht dazu, alle zu gucken. Man findet immer wieder Sachen, wo man sagt, oh, das sieht geil aus. Und irgendwie, manche Sachen sind einfach nur enttäuschend. Und andere Sachen sind halt dafür absolut geil. Naja, egal. So. Travelers, die Reisenden. Nee, das war's nicht. Egal. Ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich quatsch schon zu viel um den heißen Brei rum. Ich werde mal gucken, dass ich das jetzt noch finde, während ich die Videos bearbeite. Und dann packe ich euch den Link unter Angelikas Weihnachten. Also den Namen, wie der heißt. Und mache halt links und rechts, also vorm Namen und nach dem Namen einen Daumen hoch, damit ihr wisst, was ich da meine. Das ist mit so einem Typen, der ist so, sieht so ähnlich aus wie Jack Black, aber Jack Black ist es nicht. Ich komme aber nicht drauf. Namen kann ich mir sowieso nicht merken. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch wenigstens ein bisschen gefallen hat, auch wenn ich am Ende ein bisschen ausschweifend war. Däumchen wert, Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Achso, einige fragen ja immer, welches Netflix-Abo ich habe. Ich habe das, was mal 13,99 gekostet hat, was mich ab diesem Monat, was mir Netflix netterweise geschrieben hat, 15,99 kostet. Und ich bin gerade auch echt am Überlegen, weil so viele Serien gucke ich bei Netflix nicht, ob ich da denn in Zukunft vielleicht eventuell Netflix deabonniere, also abbestelle. Und wenn ich es mal brauche, mir einfach so eine Prepaid-Karte hole, 15 Euro auflade oder so und dann halt Netflix so gucke und dann, wenn es abgelaufen ist, ist es abgelaufen, fertig. Habe ich einen Monat Zeit und wenn ich es dann halt mal zwei Monate nicht nutze, dann ist es so. Bin ich gerade am Überlegen, weil so viel tolle Zeug ist momentan da auch nicht mehr. Ich habe da noch eine zu gucken, aber ja, egal. So, ja, ich quatsch mich schon wieder fest. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich sag jetzt wirklich Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.